Der Monat März ist vorbei. Das heißt, wir gucken wieder nach meinem Fortschritt bei Project Pen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird einiges durchwechseln und darüber freue ich mich sehr. Und wir starten direkt durch. Das erste auf meiner Liste ist von Fructis Garnier das Haaröl und es ist leer. Ich habe das wirklich fast, glaube ich, seit Anbeginn dabei und es hat wirklich sehr lange gehalten, aber jetzt ist es endlich leer und ich freue mich darüber. Und ich hätte es tatsächlich auch nachgekauft, aber natürlich habe ich in meiner Sammlung noch was anderes gefunden, was auch für die Haare ist und das wird jetzt erstmal aufgebraucht. Und zwar ist es Pure 97, ein aufbauendes Cremeöl mit Lavendel und Pinienbalsam. Ich muss sagen, man riecht Pinie sehr stark raus, aber nicht unbedingt schlecht. Bin jetzt mal gespannt, wie ich das in nächster Zeit finde. Also es ist noch bis hierhin ungefähr voll. Das heißt, ich habe das ein paar Mal benutzt, aber nicht so häufig. 100 Milliliter sind drin und wir gucken jetzt mal, was hiervon das Startgewicht ist. 113,25 Gramm, das heißt, wir haben hier einiges vor uns und mal schauen, wie lange uns das erhalten bleibt. Als nächstes haben wir was, wo ich dachte, das wird diesen Monat leer, aber ich habe es dann doch nicht so oft benutzt und deswegen ist da noch ein winzig kleiner Restschluck drinnen von Catrice, das Prime and Fine Spray. Also da ist wirklich eine ganz, ganz kleine Menge nur noch drin. Ich hätte es aufbrauchen können. Schade. Wir waren hier bei 36,42 Gramm und sind jetzt noch bei 34,39. Also 2 Gramm haben wir hier versprüht. Wir hatten hier schon deutlich bessere Monate. Also ich hätte es definitiv aufbrauchen können. Aber ich bin mir sicher, im April werden wir es aufbrauchen. Dann als nächstes der Benefit Hoola Bronzer. Und auch hier sieht man, es wird weniger. Es sammelt sich am Rand, aber unten den Boden, den man sieht, das wird immer mehr. Also den haben wir auch bestimmt bald aufgebraucht. Aber ich weiß, dass wir da immer nur sehr, sehr wenig an Gewicht verlieren. Ist okay. Wir wiegen's. Wir waren bei 11,37, sind jetzt noch bei 11,25. Wir haben hier 0,12 ungefähr verbraucht. Ja, ist jetzt ein normaler Monat, nicht besonders gut, auch nicht besonders wenig. Ist okay. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier mehr verbraucht. Bisschen schade. Aber gut. Als nächstes haben wir die Augencreme von Feel Free oder von Cosmos Natural. Da bin ich ja jedes Mal verwirrt, was die Marke ist und was vielleicht einfach nur die Cremebezeichnung ist. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall die Augencreme. Und da dachte ich eigentlich, dass ich die diesen Monat leer bekomme, weil ich da schon das schon gut rausquetschen musste, jetzt die Reste. Aber es ist immer noch was drin. Also immer noch nicht leer. Wir hatten hier 11,46 Gramm und schauen mal, wie viel jetzt noch drin ist. 8,64. Da haben wir ein bisschen weniger als 3 Gramm verbraucht. Finde ich eigentlich schon sehr gut. Aber ist jetzt auch kein überragender Monat, wenn ich so durchgucke. So 2 bis 3 Gramm war eigentlich immer der Standard. Wie gesagt, ich dachte, ich kriege die diesen Monat leer. Aber wird wohl erst im April sein. Aber da bin ich mir sicher, dass die dann leer ist. So viel kann hier einfach nicht mehr drin sein. Dann ein Produkt, bei dem ich auch dachte, das mache ich diesen Monat leer. Matt Maski, die Maske. Ich muss immer noch sagen, Geruch, Konsistenz finde ich alles nicht so super, aber durchaus gut genug, dass man es aufbrauchen kann. Effekt habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Es ist okay, nichts Krasses, nichts ja, Schlimmes passiert irgendwie. Ich merke keinen Unterschied einfach. Ich dachte, ich kriege sie leer, ich habe es leider nicht geschafft. Wir waren bei 19,27 Gramm und ich bin gespannt, wie viel jetzt hier noch drin ist. Wir haben jetzt noch 12,71 Gramm, das heißt, wir haben hier 6,5 ungefähr verbraucht. Das finde ich schon echt ganz gut. Aber wie gesagt, ich hatte gehofft, ich kriege sie leer. Ich bin mir sicher, im April ist es dann soweit und diese kann gehen. Bin ich überzeugt. Also, wenn es demnach geht, sind im nächsten Monat auch schon 3 Produkte wieder, die wir austauschen werden. Sehr gut. Dann kommen wir zu einem Produkt, das tatsächlich leer geworden ist. Und zwar von NYX, das Face Cleansing Make-up Removal Gel. Ich muss sagen, ich fand das sehr stark parfümiert. Das hat mir nicht gefallen. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut das Make-up abbekommen und hat sich auch ganz gut auf der Haut angefühlt. Aber für mich ist es einfach zu stark parfümiert. Von daher würde ich mir das nicht nochmal kaufen. Und als Nachfolger haben wir eine Reisegröße von Garnier Hautklar 3 in 1. Peeling, Maske und Reinigung. Und das werde ich jetzt mal in nächster Zeit benutzen.
Ich habe jetzt gerade recht schlechte Haut, deswegen denke ich, dass es ganz gut funktionieren wird. Ich muss aber mal gucken, ob es auf lange Sicht nicht vielleicht meine Haut zu sehr austrocknet und was ich damit mache. Aber jetzt gerade so wie meine Haut ist, kann ich das glaube ich ganz gut benutzen. Und wir wiegen hier mal, um das Startgewicht herauszufinden. 48,71 Gramm, also 50 Milliliter sind hier drin und es wiegt fast 50 Gramm. Ich gehe fast davon aus, dass das recht voll noch ist. Von daher bin ich gespannt, wie lange uns das begleiten wird. Kann sein, dass ich nächsten Monat sage, nee, das hat meine Haut total ausgetrocknet, das kommt wieder weg. Oder dass ich es durchziehe, aber dann haben wir es ein paar Monate dabei. Wir schauen einfach mal. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Und ich glaube, das ist ein gutes Produkt. Ich hoffe, es ist noch genauso gut, wie ich es in Erinnerung habe. Als nächstes habe ich diesen Blush. Und ich habe den jetzt wirklich 3 Monate ausprobiert und immer wieder benutzt. Und ich muss sagen, der ist mir einfach zu pink. Das passt nicht zu 100% zu meinem Hautton. Immer wenn ich den benutzt habe, hatte ich das Gefühl, es sieht aus, als hätte ich einen Sonnenbrand. Das war einfach nicht oder ist einfach nicht die richtige Farbe für mich. Ich hatte es jetzt 3 Monate ausprobiert und ich hatte gehofft, dass das einfach jetzt ich mich dran gewöhnen muss und es mir dann gefällt. Das ist aber nicht passiert und deshalb werde ich den jetzt aussortieren. Einfach weil es nicht meine Farbe ist, weil es mir nicht gefällt, wie der auf meiner Haut ausschaut. Und ja, der kommt weg. Dafür haben wir ein Ersatzprodukt. Und zwar habe ich hier von P2 noch einen richtig alten Blush. Da wird es spannend, ob der noch gut ist. Also kann sein, dass ich hier nächsten Monat vielleicht auch sage, der kommt weg, weil ich davon einen Ausschlag bekommen habe. Kann passieren, wir werden sehen. Und was ich aber gut finde, ist, der hat eine deutlich dunklere Farbe. Ich glaube, die wird mir ganz gut stehen. Aber der hat auch, glaube ich, so Glitzerpartikel drin. Da muss ich dann auch mal gucken, ob mir das gefällt. Also vielleicht sage ich auch nächsten Monat, der kommt auch weg, weil er mir nicht gefällt. Kann sehr gut sein, dass das passiert. Wie man sieht, ist hier an sich noch sehr viel drinnen. Da fehlt kaum was. Da ist so eine kleine Mulde drin. Aber ja, wirklich häufig benutzt habe ich den nicht. Man sieht sogar noch diese Prägung, die da drin ist mit P2. Ja, den habe ich auf jeden Fall nicht so oft benutzt. Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern. Wir haben hier noch 35,56 Gramm. Das heißt, wir haben einiges vor uns, was wir hier aufbrauchen können. Und ich freue mich drauf. Weil entweder benutze ich jetzt endlich mal wieder was aus meiner Sammlung und brauche das auf. Oder kann mich genauso schnell wie beim anderen Blush entscheiden, dass mir die Farbe nicht gefällt oder die Konsistenz oder was auch immer und es aussortieren und meine Make-up-Sammlung wird kleiner. Dann haben wir als nächstes von Paco Rabanne das Lady Million Parfum und ich benutze es schon sehr häufig, würde ich jetzt sagen, aber es ist noch immer über halb voll. Also irgendwie, da ist sehr, sehr viel drin, habe ich das Gefühl. Aber ich mag den Geruch sehr gerne, also ist für mich jetzt kein Problem. Ich bin dennoch gespannt, wie viel ich hier verbrauchen konnte. Wir waren beim letzten Mal bei 199,76 Gramm und sind jetzt noch bei 198,13. Muss ich jetzt nochmal nachwiegen. Ich dachte eigentlich, ich hätte viel mehr verbraucht. Beim letzten Mal haben wir 3 Gramm versprüht und diesmal wieder nur 1,5 oder so. Das finde ich jetzt schon enttäuschend. Ich dachte, ich hätte es häufiger benutzt. Schade. Ich dachte wirklich, ich hätte es häufiger benutzt. Aber die Zahlen lügen nicht. Was sollen wir machen, ne? So ist es halt. Nächsten Monat kann dann wieder mehr verbraucht werden. Dann kommen wir zu einem Produkt, das ich auch aufgebraucht habe. Und zwar von Biore das Peeling. Mochte ich eigentlich sehr gerne, fand ich sehr gut, sehr angenehm. Aber ich bin jetzt auch froh, dass es aussortiert ist und meine Sammlung kleiner wird. Das freut mich. Als Ersatz habe ich ein anderes Peeling. Und zwar dieses hier von Dresdner Essence Körperpeeling. Aber ich finde es ein bisschen unpraktisch, dass es in so einer Tüte kommt. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass 50 Gramm, also hier sind 50 Gramm drin, dass das eine Anwendung ist. Und dann so eine offene Tüte in der Dusche stehen lassen, ist ja auch blöd. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich irgendeinen anderen Behälter einfach habe, wo ich das dann umfülle oder so, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich das in einem Monat aufbrauchen kann. Also das werde ich jetzt aufnehmen und wahrscheinlich nächsten Monat sagen, ich habe es aufgebraucht, hoffentlich. Aber ja, ich finde die Verpackung nicht ganz so praktisch, um ehrlich zu sein. Wir wiegen es mal und schauen nächsten Monat, wie viel ich davon verbraucht habe. Das Peeling hat 55,92 Gramm und jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob ich das in einem Monat aufbrauchen kann. Wir schauen mal. Wir kommen zum nächsten Produkt und zwar von Manhattan, die Foundation. Und auch da dachte ich, die brauche ich viel schneller auf, aber es geht doch nicht so schnell, wie ich dachte.
hier ist noch ungefähr so viel drinnen. Also da habe ich schon noch einiges vor mir und wir schauen mal, wie viel ich verbraucht habe. Wir waren bei 96,28 und sind jetzt noch bei 94,79 Gramm. Das heißt, wir haben ja ungefähr 1,5 Gramm verbraucht. Das ist ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ungefähr 1 Gramm, was wir verbraucht haben. Das heißt, wir haben tatsächlich ein bisschen mehr verbraucht, aber tatsächlich nicht so viel mehr, wie ich dachte. Schade. Vielleicht muss ich mich ein bisschen häufiger schminken. Jetzt klingelt die Post. Mein Gott. Dann haben wir wieder einen sehr schönen Erfolg und zwar ist die Creme von Rituals leer. Da sind jetzt noch so Mini-Reste drin, aber die kriege ich einfach nicht raus. Deswegen werde ich das jetzt entsorgen. Und jetzt kommt etwas Witziges, weil ich dachte eigentlich, ich hätte alle Cremes aufgebraucht. Ich hatte auch alle Bodylotions, die ich hatte, aufgebraucht. Und dann habe ich ein Paket überraschend bekommen, wo diese Creme drin war. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht und einfach eine Creme gewonnen. Ja, wie viel Pech kann man haben, wenn man sich gerade freut, man hat alle Bodylotions aufgebraucht, kommt einfach eine neue ins Haus geflogen. Aber ich muss sagen, die riecht richtig, richtig gut. Ich finde die richtig gut. Ich freue mich sehr drauf, die zu benutzen und aufzubrauchen. Aber ich habe mir vorgenommen, die auch direkt aufzubrauchen und jetzt nicht mit der nächsten Kategorie quasi weiterzumachen, weil ich Angst habe, dass ich das vielleicht dann doch wieder ansammeln könnte. Also werde ich die direkt ins Project Pan mit aufnehmen und aufbrauchen. Dementsprechend, nachdem die erst vor ungefähr 2 Wochen bei mir ankam, ist die noch unbenutzt und voll. Ich hoffe, dass meine Waage hier ausreicht und wir ein Startgewicht bekommen. Die Darf Body Love verwöhnende Pflegecreme hat ein Startgewicht von 458,86 Gramm. Also hier haben wir einiges vor uns, aber ich freue mich sehr, die zu benutzen. So, dann haben wir jetzt noch 2 Produkte, auf die ich mich sehr freue. Ich bin nämlich sehr gespannt, wie viel wir hier verbraucht haben. Die kamen letzten Monat neu dazu und heute ist quasi das erste Wiegen. Und ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie viel ich da verbraucht habe. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht gleich enttäuscht. Wir starten mit dem Augenbrauengel von Kryolan. Ich hoffe, dass hier ein bisschen was fehlt. Wir waren bei 13,6 Gramm und sind jetzt noch bei 13,17. Also 0,4 Gramm. Finde ich okay. Ich meine, hier sind 7 Milliliter drinnen. Ich bin gespannt, ob ich nächsten Monat genauso viel verbrauche. Mehr wahrscheinlich eher weniger, aber dazu sage ich gleich noch was. Und das letzte Produkt auf der Liste ist von Dr. Pawpaw, die Lippenpflege. Und ich muss sagen, die finde ich richtig gut. Ich mache mir die immer abends relativ dick auf die Lippen und morgens wache ich auf und habe echt richtig schön gepflegte Lippen. Das finde ich sehr gut, freut mich immer sehr. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Ich habe aber auch das Gefühl, dass hier noch einiges drin ist und die uns noch ein paar Monate begleiten wird. Wir hatten hier ein Startgewicht von 13,79 Gramm und ich bin wirklich gespannt, wie viel ich hier verbraucht habe. Ich hoffe, es ist so 1 Gramm, was hier fehlt. Wir schauen mal. Wir haben hier noch 13,23 Gramm, also ungefähr 0,5 Gramm nur verbraucht. Ja, wir brauchen nur sehr wenig auf meinen Lippen davon. Also ich glaube, das wird uns noch wirklich lange begleiten. Mein Gramm war vielleicht auch ein bisschen hoch gestochen. Aber ja, ist ein Produkt, das ich gerne mag. Also bin ich nicht böse drum, wenn es uns auch noch ein bisschen länger begleitet. So, das waren alle Produkte aus dem Project Pan. Wir haben einige Sachen, die uns verlassen und neue Produkte, die dazukommen. Da freue ich mich sehr drüber. Also immer, wenn was gehen darf, bin ich sehr happy drüber. Jetzt noch kurz vielleicht zur Erklärung, warum ich glaube, dass nächsten Monat ich bei keinem Produkt so viel verbrauchen werde wie diesen Monat. Ich werde circa 3 Wochen unterwegs sein und nicht alles mitnehmen. Also vor allem zum Beispiel die Bodylotion werde ich nicht in mein Gepäck packen und mit mir nehmen, wenn ich verreise. Von daher habe ich da wahrscheinlich nur so 1,5 Wochen, die ich die tatsächlich verwenden werde. Und ähnlich ist es auch mit anderen Produkten, wo ich einfach sage, das sehe ich jetzt gerade nicht, den Need, das mitzunehmen. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel so ein Augenbrauengel oder auch hier diese Lippenpflege. Ich denke schon, dass ich das mit einpacken werde, einfach weil es auch nicht so viel Platz braucht. Aber es kann durchaus sein, dass hier einige Sachen stehen bleiben und dann auch einfach 3 Wochen rumstehen und deswegen nächsten Monat nicht so viel fehlen wird. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich erstmal happy mit dem, was ich aufgebraucht habe. Ich hoffe, ihr hattet auch einen erfolgreichen Monat. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Ich finde es immer super interessant zu hören,
wie viele Sachen ihr aufbraucht. Da sind auch einige dabei, die immer richtig viel aufbrauchen, wo ich ein bisschen neidisch bin und mich frage, wie die das anstellen, dass sie so viele Sachen aufbrauchen. Aber ich bin zufrieden mit dem, was diesen Monat gehen darf und freue mich auf den nächsten Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch gerne mal diesen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao! Oh nein, meine Batterie ist low. Fast hätten wir das Video nicht machen können, weil die Batterien leer sind. Und ich keinen neuen gehabt hätte. Ich muss jetzt die aus was anderem rausnehmen. Aber es läuft. Muss ich nochmal niesen oder nicht? Okay.